So, hier ist jetzt der Trainingsalgorithmus. Gradientenabstieg heißt er. Wir fangen also an mit zufälligen Gewichten und Bias, also mit einem zufälligen Vektor W, wenn man so will. Und wir minimieren den Trainingsfehler. Das ist also das, was wir machen wollen. Da haben wir jetzt schon mit Papier und Bleistift die Ableitung ausgerechnet. Und jetzt habe ich hier überall die 2 vergessen. Ja? Das ist aber nicht so schlimm. Das stimmt trotzdem und funktioniert. Ja? Die 2 ist nicht so wichtig in diesem Fall. Und ich habe jetzt schon eine aktuelle Einstellung für W1, W2 und B und mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt mit einem Minuszeichen davor, ziehe ich sozusagen den Wert der Ableitung ab. Das hat also den Effekt, wenn meine Ableitung gerade positiv ist, ich gucke ja mit der Ableitung immer bergauf, wenn sie positiv ist, dann muss ich also in die andere Richtung gehen. Deswegen hier dieses Minuszeichen. Ja? Ich mache also einen Gradientenabstieg. Umgekehrt, wenn die Ableitung negativ ist, muss ich in die andere Richtung gehen. Dann habe ich Minus und Minus ergibt dann wieder Plus. Dann mache ich mein W1 ein bisschen größer. Und was heißt jetzt ein bisschen? Ein bisschen wird jetzt gesteuert durch dieses Lambda. Und das Lambda ist ein Parameter, die sogenannte Lernrate. Ja, und den muss man halt einstellen. Wenn man die Lernrate zu klein macht, dann ist der Algorithmus sehr, sehr langsam. Wenn ich die Lernrate zu groß mache, ja, dann ist der Algorithmus nicht zu schnell, sondern dann explodieren die Zahlen. Ja, das kann ich Ihnen einmal auch mal aufmalen, was da passiert. Falls ich hier einen Wischer finde, nein, dann male ich das mal da drüber. Ich habe leider keine andere Farbe, aber ich glaube, Sie werden das Bild trotzdem verstehen. Hier ist jetzt meine Funktion, die ich optimieren möchte. Ja, ganz schöne Funktion. Und sagen wir mal, ich bin jetzt hier an dieser Stelle. Ja, dann ist ja meine Steigung, das ist ja dieses Ding hier, positiv, ist eine positive Zahl. Ja, wir gucken ja immer von links nach rechts, ist also was, was größer ist. Das heißt, ich gehe in die negative Richtung, damit ich kleiner werde. Ich mache jetzt also hier so einen kleinen Sprung an diese Stelle. Ja, beziehungsweise auf meiner Achse mache ich jetzt hier so einen kleinen Sprung an die nächste Stelle. Und da sehen Sie schon, wenn ich ganz viele von diesen kleinen Sprüngen mache, irgendwann lande ich dann hier. Und da bleibe ich dann, weil meine Ableitung gleich 0 ist. Wenn ich jetzt aber mein Lambda groß mache und ich mache größere Sprünge, dann kann auch passieren, dass ich hier so rüberfliege auf die andere Seite. Ja? Und dann kann sein, dass es trotzdem funktioniert, weil ich im nächsten Schritt fliege ich vielleicht hier so rüber und es funktioniert irgendwie trotzdem. Ja? An der Stelle habe ich eine negative Ableitung, das heißt, ich springe in die positive Richtung und so weiter. Wenn ich die Lernrate aber viel zu groß mache, dann passiert sowas, dass ich hier nach hier oben fliege und dann fliege ich sozusagen raus. Und die Zahlen werden immer größer und das Ganze explodiert. Ja? Das heißt also, dieses Lambda, diese Lernrate, ist so eine Art Stellschraube vom Algorithmus, ein sogenannter Hyperparameter. Die eigentlichen Parameter von meinem Modell sind W1, W2, W3. Ja? Und dieses Lambda ist ein Hyperparameter, der sozusagen den Algorithmus steuert. Und wenn ich den falsch einstelle, dann funktioniert der nicht. Ja? Den muss ich also passend einstellen. Und wie macht man das? Ausprobieren. Ja, das kriegt man also nur durch Ausprobieren raus. Sie programmieren das Ding und dann versuchen Sie, verschiedene Lambdas einzustellen. Sie wollen natürlich Ihr Lambda möglichst groß machen, weil Sie dann wenige Schritte haben. Wenn Sie Ihr Lambda passend haben, dann sind Sie vielleicht in 2 Schritten da, wo Sie hinwollen. Ja, wenn Sie Ihr Lambda zu groß machen, dann explodiert es. Wenn Sie Ihr Lambda zu klein machen, dann hüpfen Sie halt hier irgendwie zu lange rum und es dauert ganz lange, bis Sie am Optimum sind. Ja, das ist also sowas, was man ausprobieren muss. Gut, ich habe das auch implementiert. Ich zeige Ihnen das jetzt nicht komplett, aber vielleicht mal so ungefähr. Das ist jetzt also die Implementierung von der Formel, die wir gerade gesehen haben. Schauen wir uns das mal an. Es gibt ein Eta, heißt das jetzt hier. Eben hieß es Lambda. Ja, Lambda, Python mag kein Lambda. Das ist ein Schlüsselwort, was schon belegt ist. Also nehme ich Eta und dann nehme ich eine ganz kleine Zahl. Schön vorsichtig erstmal anfangen. Dann sage ich noch, wie viele Schritte soll ich denn insgesamt machen? Ich mache jetzt hier mal 100 Schritte, ja, und dann zähle ich meine Trainingspunkte und erzeuge mir eine Variable für meine ganzen Ws, für meine ganzen Gewichte. Weil ich möchte jetzt nicht einfach nur mein Gewicht nehmen und jedes Mal überschreiben, sondern ich will die ganzen Gewichte abspeichern, sodass ich die hinterher plotten kann und dann kann ich mir angucken, wie sich W1 und W2 und W3 sozusagen über die Zeit entwickelt haben. Deswegen erzeuge ich mir hier so ein Array, was genug Platz hat. Ja, entsprechend Anzahl der Iterationen muss da viel Platz drin sein, mal 3, okay? Und dann habe ich eine For Loop, also ich iteriere sozusagen jetzt über diese ganzen, über die einzelnen Schritte, meine Gradientenabschnitte und rechne hier den sogenannten Gradienten aus.
Ja, das kann man komischerweise auch ganz kurz und knapp schreiben mit Matrix-Vektormultiplikation und mache hier diesen Update. Ich habe also eine aktuelle Einstellung meiner Stellschrauben, ja, die nennt sich jetzt WB von J. Das ist also die aktuelle Stelle, an der ich bin und mache dann minus Eta mal den Gradienten. Okay, und Gradient war ja so eine Art vektorartige Ableitung. Das heißt also, in einem Schritt kann ich hier alle drei Parameter gleichzeitig updaten. Dieses WBJ ist ein Vektor mit drei Einträgen und der Gradient ist ein Vektor mit drei Einträgen, wo jeweils die Ableitung nach dem ersten Gewicht, nach dem zweiten, nach dem dritten Gewicht drinstehen. Und die ziehe ich jetzt einfach dann davon ab, mal Lernrate. Und das sind meine neuen, die ich also in der nächsten Zeile abspeichere von meiner Matrix. Jetzt kann man sich noch angucken, wie der Gradient ausgerechnet wird. Im Wesentlichen ist das jetzt hier zweimal, ja, das Innere von meinem Trainingsfehler mal x1 bzw. mal x2 bzw. mal x3, was ja gleich 1 ist. Okay? Das heißt, das ist hier genau die Umsetzung der Formel. Lass mal das mal laufen. So, jetzt hat er das schon gemacht. Das geht also rasend schnell, so 100 Schritte. Und jetzt kann man das hier sich plotten und schauen wir mal an, wie das jetzt hier so aussieht. So sieht das jetzt aus. Irgendwie scheint W1 immer größer zu werden, W2 immer kleiner und W3 irgendwie noch kleiner. Das scheint also nicht richtig zu funktionieren. Wir machen das einfach nochmal und starten mit einer größeren Lernrate. Das ist dann jetzt so dieses Rumspielen. Und dann sehen wir, wenn die Lernrate zu groß ist, dann explodiert das ganze Ding. Hier haben wir schon 10 hoch 32, also eine Zahl mit 32 Nullen. Da war die Lernrate jetzt also zu groß. Machen wir sie also nochmal ein ganzes Stückchen kleiner und lassen das Ganze nochmal laufen. Und hoffentlich sieht es jetzt irgendwie besser aus. Ja, so richtig toll sieht es jetzt irgendwie nicht aus. Da sind irgendwie noch Einstellungen jetzt, an denen ich irgendwie falsch rumgeschraubt habe. Ah, was habe ich denn hier falsch gemacht? Ja, das müssen wir jetzt noch rauskriegen. Also ich hatte mal schönere Plots schon mal, die sind jetzt live leider nicht vorhanden, wo man also sieht, wie W1 und W2 gegen schöne Werte konvergieren sozusagen, die dann am Ende auch Sinn machen und die man am Ende auch plotten kann. Ja? Ich glaube, wir können aber trotzdem die Decision Boundary plotten, weil das funktioniert, glaube ich, trotzdem, komischerweise. Und da sehen wir jetzt hoffentlich, dass das Ganze funktioniert. Ja, vielleicht, wenn wir Pech haben, doch nicht. Und da sehen wir jetzt die letzten 10 Schritte, wie sozusagen diese Decision Boundary da jetzt sich richtig hinschiebt an die richtige Stelle. Ja. Ist noch nicht ganz richtig, hier sind ein paar falsch, ja. Aber so einigermaßen ist die Linie da an die richtige Stelle gerutscht. Einigermaßen. Ich gebe zu, dass es nicht optimal ist. Gut, wir können einen Hack mal probieren. Das hätte ich zu Hause besser noch mal besser ausprobiert. Also, wo haben wir unseren Gradientenabstieg? Davor muss es gewesen sein oder danach? Da ist es. Anstatt jetzt mit Nullen zu beginnen, können wir auch mal mit zufälligen Sachen beginnen. Ja, wir können also hier sagen, random. Und dann können wir, glaube ich, sagen, dass da ein Dreiervektor rein soll, und zwar an die nullte Stelle. Das heißt, unsere Initialisierung soll jetzt nicht einfach nur Nullen sein, sondern soll irgendwie so ein Rand-N-Vektor sein, also irgendwie zufällig gewählt. Lass mal das mal laufen und hoffe ich mal, dass jetzt dieser Plot hier besser aussieht. Ah, und siehe da, jetzt sieht er ein wenig besser aus. Da müssen wir mal rauszoomen, um ihn besser zu sehen. Da sieht man jetzt zumindest tendenziell, dass das Ganze irgendwie gegen so bestimmte Werte geht, ja, und dagegen konvergiert. Wir können das Ganze noch mal länger laufen lassen. Das geht ja eh rasend schnell jetzt hier. Machen wir mal 1000 Iterationen und hoffen wieder, dass es einigermaßen klappt. Ja, und siehe da, der scheint also irgendwie hier was zu machen und gegen irgendwelche Werte zu gehen. Schauen wir noch mal uns die letzten 10 an. Ja, so können wir also in die Matrix gehen und uns die letzten 10 Teile angucken. Stimmt das? Nee, die letzten 10 stimmt gar nicht, sondern das müssen wir wahrscheinlich so machen. So sehen wir dann die letzten 10 Iterationen nochmal, wo die also ungefähr sich befinden. Und siehe da, in den letzten 10 Iterationen steht also die Linie ungefähr an der richtigen Stelle und ist dahin gelaufen. Ja. Wir können es auch nochmal anders machen. In 100er Schritten da durchgehen, machen wir das mal, ob das irgendwie erhellend ist. Und da sehen wir jetzt hoffentlich, dass das Ding da irgendwie hochgeht und dann dazwischen geht an die richtige Stelle. Ja, das Ding fängt also irgendwo an, weil wir ja W1, W2 irgendwie gewählt haben. Und schiebt sich dann relativ schnell an die richtige Stelle, da wo es hingehört. Ja. Gut, also das ist sozusagen Gradientenabstiegsverfahren. Ja.
Da gibt es jetzt Varianten zu. Das ist jetzt ja so gemacht, dass ich über alle Datenpunkte drüber gehe und alle Gradienten ausrechne, was natürlich sehr teuer ist. Und es gibt sogenanntes Stochastic Gradient Descent, wo ich mir einen zufälligen Datenpunkt rausnehme. Der hat dann seinen Anteil, der hat dann sozusagen seine paar Sekunden of Fame, wird also berücksichtigt. Die Linie wird ein bisschen passender geschoben, sodass der Punkt richtig klassifiziert ist. Und das macht man halt auch tausendmal. Aber anstatt alle Datenpunkte jedes Mal zu nehmen, nimmt man immer zufällig irgendeinen. Und das ist unterm Strich dann besser und hat andere tolle Effekte noch. Ja. Aber die Grundidee ist die gleiche. Ja, man macht eine Art Kurvendiskussion, man rechnet Ableitungen aus und dann benutzt man die Ableitungen, um die Richtung für diese Stellschrauben zu haben. Okay?